In diesem Video zeige ich dir, wie ich meinen Proteinshake mit diesem Gerät zubereite und das in Italien auf Urlaub. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in Bella Italia auf Urlaub und wollte euch zeigen, was ich mir denn so zubereite, wenn ich eben auf Urlaub bin. Und heute wird ein Tag, wo wir sehr viel Sport gemeinsam machen werden. Deswegen werde ich mir jetzt einen Proteinshake zubereiten. Und dafür habe ich den Hurum M100. Den nehme ich sehr, sehr gerne auf Urlaub mit, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weil es ein duales Gerät ist. Das heißt, er ist Hochleistungsmixer, so wie jetzt gerade eingestellt, und Entsafter, also Slow Juicer in einem. Das ist mega praktisch. Das heißt, man wechselt hier lediglich einfach den Aufsatz und ich muss nur ein Gerät quasi mitnehmen. Das finde ich mega cool. Und weil wir eben heute sehr viel Sport machen werden, möchte ich jetzt einen Proteinshake zubereiten und das eben mit dem Aufsatz vom Hochleistungsmixer. Und dafür verwende ich einige Zutaten, die ich sehr, sehr, sehr gut finde, gerade für den Muskelaufbau. Aber Proteine sind ja auch wichtig für, wenn man eben zum Beispiel ein bisschen abnehmen möchte. Das möchte ich jetzt nicht, aber ich bin ja nicht alleine auf Urlaub und der Shake soll für uns alle werden. Also jeder kriegt da so ein kleines Glas zum Trinken dann davon. Ich habe jetzt einmal 500 Milliliter Wasser da drinnen. Ich werde 2 Bananen verwenden und dann habe ich noch einige spannende Zutaten, die ich sehr, sehr, sehr cool finde. Zum einen ist es mal das Simos-Gel. Das findet man im Dr. Raw Shop. Ich finde das wirklich extrem genial, weil es ein hochwertiges Mineralienpräparat quasi ist. Ja, es ist Simos-Gel, wird aus Algen produziert. Man kennt das auch unter Irish Moss. Und nachdem wir hier am Meer sind, auf Urlaub sind, ja, und im Meer einfach Algen zu Hause sind, ja, liegt das irgendwie auf der Hand. Warum finde ich das Simos-Gel jetzt so gut und warum kommt das in meinen Shake rein? Ganz einfach, weil es eben 92 von den 102 Mineralien hat, die unser Körper quasi benötigt. Und Mineralien ist was, was der Körper ja nicht selbstständig produzieren kann. Deswegen finde ich das wirklich mega, mega gut. Des Weiteren verwende ich 50 Gramm geschälte Hanfsamen. Und zwar habe ich die dieses Mal vom Keimling Naturkost Shop. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und dann kommen noch 2 Teelöffel Kakaopulver rein und 2 Bananen und eine halbe Avocado. Ich würde sagen, los geht's. Ach ja, und weil auch Kinder diesen Shake trinken werden, verwende ich auch 5 Datteln, damit das Ganze noch süßer wird. Von dem Simos-Gel gebe ich 2 Teelöffel da rein. Alle Zutaten, die ich in diesem Video jetzt verwende, verlinke ich dir einfach in der Videobeschreibung. Und los geht's! Den Smoothie Maker schalte ich jetzt ganz einfach ein und schalte da quasi auf die Voreinstellung Smoothie. Und dann geht's los.
Ich habe jetzt hier noch einige Heidelbeeren, die packe ich da noch oben mit drauf. Und wer möchte von meinen Lieben, kann das Ganze jetzt eben löffeln oder eben trinken. Es ist halt sehr dickflüssig. Man hätte auch noch mehr Wasser dazugeben können, aber es ist jetzt quasi so als Smoothie Bowl in einem Glas gedacht. Und ja, ich finde das mega cool. Ich freue mich riesig darüber. Und was ich euch jetzt noch ganz gerne zeigen möchte, ist, dass der Hurum M100 auch ein eigenes Reinigungsprogramm hat. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie leicht man den jetzt reinigen kann. Das war's. Er ist sauber, wenn du natürlich sowas wie Öl verwendet hast. Also wenn ich ein Pesto mache, dann tue ich es meistens immer zuerst ein bisschen mit Küchenrolle rausgeben, das gröbste Öl, weil das bleibt dann schon krasser haften. Aber es ist ein mega cooles Gerät. Ich bin super, super, super zufrieden, super begeistert. Und das, was ich am allerliebsten an dem Gerät mag, ist, dass er ganz einfach ein duales Gerät ist. Das heißt, ich habe eben zwei in einem. Ich muss nur ein Gerät mitnehmen und habe einen Entsafter und einen Hochleistungsmixer. Und das finde ich mega cool. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir gehen jetzt eben am Strand ans Meer Volleyball spielen und werden dort ganz viel Zeit verbringen. Und ich freue mich riesig drauf. Ich wünsche dir auch alles Liebe, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Mach's gut!